Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, schönes Wochenende schon mal im Vorfeld. Heute ist Samstag. Ich bin hier so ein bisschen durch den Garten getigert und dann ist mir das hier aufgefallen. Ich habe mich gewundert, nanu, wo kommt das her? Auch ein Stück Dachziegel mit dran. Und dann habe ich ein bisschen hochgeguckt am Haus. Und ihr könnt es jetzt hier über die kleine Kamera gar nicht so gut sehen. Ich zoome euch das nochmal mit der anderen Kamera gleich ran. Ja, das ist vom Schornstein abgekommen und lag dann hier jetzt ungefähr da, wo ich schon die Leiter hingelegt habe. Schlimmstenfalls kriegt man das auf den Kopf oder es fällt auf ein Auto. Ja, bestenfalls passiert das, was passiert ist. Es fällt einfach runter und es ist nichts und niemand da. Aber die Gefahr ist natürlich auf jeden Fall viel zu groß. Und deshalb muss ich mir den Schornstein oben mal angucken. Ja, das ist ganz schön hoch. Ich meine, ihr könnt es auch sehen. Und man kommt wirklich blöd hin. Ich werde es selber erstmal probieren. Und wenn ich aber merke, dass das nicht geht, dann muss man auch ganz klar sagen, man lässt es und lässt dann lieber jemanden da hoch, der besser ausgerüstet ist, vielleicht auch jemand, der es regelmäßig macht und ja, der dann nicht vom Dach runterfällt. Von daher, ich werde mir jetzt versuchen, erstmal oben einen Überblick zu verschaffen. Ich nehme natürlich auch gleich einen Hammer und einen Meißel mit. Das heißt, wenn da lockere Sachen dran sind, dann haue ich die gleich ab, sodass die nicht abfallen können. Ich muss mir den Schornstein auch allgemein mal anschauen, ja, ob der irgendwie abrutschgefährdet ist etc. Der ist noch nie in Betrieb gewesen von mir. Irgendwo die Vorbesitzer vielleicht vor, ja, ich weiß nicht, über 20 Jahren, dass die da mal zum Kohleofen irgendwie dran hatten für die Küche früher. Ich weiß es nicht. Wir haben ihn jedenfalls noch nie benutzt. Das ist weder eine Heizung noch ein Kamin da angeschlossen. Das heißt, er hat auch keine Funktion mehr. Normalerweise könnte man ihn auch abtragen und dann einfach zumachen, sodass keine Vögel oder Mäuse da irgendwie reinkommen. Ich meine, da oben sitzt eh keiner und mit dem Dach gewinne ich auch keinen Schönheitspreis mehr. Von daher wäre das auch egal. Ja. Der Plan ist auf jeden Fall jetzt erstmal folgender, hier diese lange große Leiter da aufzustellen. Dann möchte ich versuchen, ob das kleine Vordach so ein bisschen, könnt ihr das hier sehen, da auf dieses kleine Vordach hochzuklettern. Vielleicht kann ich aber auch die Leiter irgendwie so drauflegen, dass ich mich da noch ein bisschen bewegen kann. Ich muss mal gucken, wie es läuft. Ich lasse das hier mit der zweiten Kamera unten einfach mal mitlaufen. Und die Action Cam nehme ich mit hoch, die binde ich mir dann um. Seid da so, ja, sozusagen live mit dabei. Aber auf jeden Fall möchte ich hier nicht zum Nachmachen animieren. Ich gucke mir das auch nur bis zum bedingten Punkt an. Und wenn ich feststelle, dass das zu gefährlich ist, dann lasse ich es. Und dann muss ich halt zusehen, dass ich da irgendeine Firma beauftrage, die das macht. Da muss man halt dann einem sauren Apfel beißen, aber es ist auch keinem geholfen, wenn ich hier vom Dach rutsche. Und ja, das ist am Ende dann die schlechteste Option gewesen. Von daher, ja, schauen wir mal, wie es aussieht. Höhenangst habe ich eigentlich nicht wirklich, aber wohl fühle ich mich da oben, glaube ich, auch nicht. Aber wir gucken mal. Die Leiter dagegen, dann rutscht das weg und dann bin ich auch unten. Das ist so glatt, ich rutsche auch. Nee. Dann lass es bitte. Du rutschst da sofort weg. Das ist so glatt, ich rutsche auch. Dann komme ich hier irgendwie. Nee, da ist das aber auch noch ordentlich. Weil wenn ich
von der Straße, dann muss ich an einem anderen Schornstein noch vorbei. Da komme ich auch nicht vorbei. Ich müsste schon von der Seite drauf. Du weißt was, ich kletter da jetzt nicht mehr runter. Ich komm. Ja. Scheiße, ey. So ein Dachfenster wäre nicht schlecht. Haben wir, aber ist zu klein. Also du meinst, ist so ein schräges Fenster, ne? So, ich bin jetzt wieder unten und habe wieder festen Boden unter den Füßen. Ganz ehrlich, das ist mir zu riskant. Ich habe es versucht, aber wenn man da oben steht, dann merkt man erstmal, wie steil eigentlich das Dach ist. Und ja, das ist auch ganz schön rutschig da. Ich kann mich nirgends richtig festhalten. Das heißt, ein Fehltritt und es geht ab nach unten. Ich habe mir ja das Seil da noch gespannt gehabt, dass ich mich so ein bisschen festhalten konnte. Aber das konnte ich halt auch drinnen nur festmachen einmal. Und das heißt, bis nach oben hätte es eh nicht gereicht. Von daher ist jetzt die Frage. Ich werde es jetzt mit der Drohne nochmal abfliegen, gucke mir dann den Schornstein an, ob der Rest soweit fest ist oder ob ich da tatsächlich aktiv werden muss. Sonst habe ich schon überlegt, dass man sich irgendwie mit einer Bergsteigerausrüstung von der anderen Seite das Seil hier rüber wirft. Dann braucht man natürlich ein langes Seil. Man muss das natürlich auch dementsprechend befestigen können, dass es mich dann auch aushält. Eine andere Idee habe ich eigentlich gerade gar nicht, weil ich komme auch nicht von der Leiter hier dran, weil ich kann die Leiter nicht auf das... wie könnt ihr das gerade sehen, auf das kleine Dach hier stellen. Das geht leider auch nicht. Von der anderen Seite könnte ich hochkommen, einmal zur Mitte des Hauses. Ich zeige euch das mal. Aber dann habe ich das Problem, da ist noch ein zweiter Schornstein und an den muss ich wieder vorbeigehen. Da komme ich auf der Höhe auch nicht rüber geklettert. Ich weiß auch nicht, wie fest da alles ist und da vielleicht sich ein Stein löst oder so. Ne? Wenn ich jetzt hier von der Hausmitte hochgehen könnte, dann könnte ich so auf dem Dach so breitbeinig so ein bisschen lang laufen, das würde gehen, weil das auch ziemlich hoch ist und auch da ist ein kleiner Vorsprung noch, den seht ihr jetzt gar nicht, vielleicht kriege ich das mit der Drohne aufgenommen, den ich auch noch überwinden müsste. Also alles nicht wirklich so gut, ich zeige euch das mal hier. Könnt ihr auch wirklich mal sehen, dass es ziemlich steil ist und selbst wenn ich hier auf den kleinen Fenstervorsprung oder Dachvorsprung drauf gehen könnte, auch da muss ich noch 2 Meter von dem steilen Dach überwinden, das schaffe ich aber nicht. Da habe ich einfach zu viel Angst zu. Ich hänge an meinem Leben, ich hänge an meine Gesundheit und deshalb lasse ich das und gucke mir das jetzt mal mit der Drohne an, werde das direkt nah anfliegen und dann schaue ich, ob da noch was runterkommen kann oder nicht und wenn ja, dann vielleicht hat einer von euch eine Idee, wie man da raufkommen könnte oder was es da gibt. Was natürlich auch nicht ganz so kostspielig ist. Am Ende, wenn ich selber mache, muss ich natürlich immer noch ein paar Euro sparen, als wenn ich jetzt jemanden beauftrage. Vielleicht macht es aber auch Sinn, eine Firma einfach zu beauftragen, die den Schornstein dann schon mal komplett abträgt und dann das Ganze dicht macht, weil es wird ja am anderen Ende nicht mehr gebraucht. Und so gesehen, bevor er dann doch irgendwann mal komplett runterkommt, ist das vielleicht am Ende sogar die beste Möglichkeit. Ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Schreibt es mal rein in die Kommentare unten. So, jetzt also mit der Drohne. Ich fliege das Ganze mal ab und meine Frau, habt ihr ja vielleicht auch schon gesehen, war gerade mit draußen und die fand das auch nicht so toll, dass ich jetzt hier hochgehe. Ich möchte dich nicht in der Notaufnahme wiedersehen und alleinerziehende Mama werden. Genau, und das ist ja Grund genug auch und Corona hast du auch noch gesagt, die Intensivbetten sind eh leer. Also wenn ich Glück habe und mit einem Auge da irgendwo am rostigen Nagel hängen geblieben wäre und wäre auf die Intensivstation gekommen, hätte ich vielleicht jemanden den Platz weggenommen, der es dringender gebraucht hätte und nicht einfach grob fahrlässig da drauf gekommen wäre. Deshalb einfach der Grund, das nicht zu machen. Und die Drohne ist jetzt soweit schon verbunden, GPS hat er etc. Das heißt, ich fliege das mal ab und gucke mir das dann an, ob ich da aktiv werden muss und wenn nicht. Und wenn ich aktiv werden muss, ja, dann ist es meine Pflicht. Als Hausbesitzer hat man nun mal die Pflicht dazu, das in Ordnung zu halten. Dann muss das instand gesetzt werden. Nur dann halt am Ende nicht durch mich. Ich bin ein Typ, der gern alles selber macht, aber am Ende kenne ich auch meine Grenzen, auch wenn es so ein bisschen nagt an einen, dass man es jetzt nicht selber gemacht hat. Aber muss man einfach ehrlich sein und sagen, das bringt nichts, das bringt keinem was. Und dann kostet es vielleicht ein paar Mark, dann ist das so. So, ich schaue es mir mal mit der Drohne jetzt an. So Leute, jetzt bin ich jetzt hier mal mit der Drohne raufgeflogen. Ihr könnt aus den Teilen den Schornstein noch sehen.
Ja, da sollte ich aktiv werden, auf jeden Fall vorm nächsten Winter, weil wenn da nochmal was anfängt zu frieren, dann kann das rausbrechen. Aber ihr könnt jetzt hier auf jeden Fall nochmal auch über die Kamera sehen, wie steil das hier ist. Ihr seht da auch noch die Leiter hier unten, wenn ich mich jetzt drehe, da stehe ich. Wir sind jetzt auf so 12, 13 Meter Höhe. Das klingt erstmal nicht ganz so wahnsinnig viel, aber wenn man überlegt, dass man hier dieses Stück noch überwinden müsste, beziehungsweise wäre ich hier auf den kleinen Dachvorsprung draufgekommen hier, auf diesen, den ich jetzt mal so anvisiere. Ja, ihr seht es, dann hätte ich noch gute 2 Meter trotzdem überwinden müssen. Das sieht jetzt weniger aus, aber es sind wirklich tatsächlich noch eine ganze Mannslänge, die man hier überwinden muss, auch von dem Steilen. Und ich kann mich da einfach nirgends festhalten. Von daher, ja, unmöglich für mich, das mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, einfach zu machen. Und deshalb blase ich jetzt die ganze Aktion hier auch ab, packe alles wieder ein und ja, überlege mir einfach was anderes. So, ich bin jetzt wieder drin und jetzt schaue ich mir gerade am Rechner mal so eben an, wie das hier aussieht. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Ja, so die oberen Steine, die könnten demnächst mal abfallen. Ich glaube nicht heute, nicht morgen, aber doch schon ziemlich zeitnah. Das heißt, ich muss da aktiv werden. Ja, selber komme ich nicht drauf, das geht nicht. Auch wenn ich jetzt hier von der Stelle vom Dach draufklettern würde, ich müsste an dem Schornstein vorbei. Ich fühle mich da einfach selber nicht wohl bei. Ich möchte das nicht selbst machen. Das ist mir persönlich einfach zu gefährlich. Und ja, dann nimmt man halt einfach bedauerlicherweise ein bisschen Geld in die Hand und lässt es machen. Ich meine, ich war gerade in der Zwischenzeit hier noch Spargel kaufen. Für ein Kilo zahlt man zwischen 14 und 16 Euro. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Auf den Schock erstmal noch einen Schokoriegel mitgenommen. Und weil es so kalt war, mit dem Roller erstmal einen Kaffee jetzt noch zum Aufwärmen. Dann schneide ich jetzt gleich das Video fertig und dann erkundige ich mich mal, ja, was man da am besten mit einem Schornstein macht. Wer das überhaupt macht, ob das ein Dachdecker macht, ein Schornsteinfeger wahrscheinlich eher nicht. Keine Ahnung, irgendwer wird es machen. Ich bin nicht der Erste, der einen Schornstein hat, der ja, in der Regel sonst eigentlich jetzt erneuert werden müsste, wenn er noch weiter unter Nutzung wäre, da der Schornstein wirklich seitdem ich dieses Haus besitze und ich weiß auch Jahre davor, weil ich die Vorbesitzerin gut kannte, auch die hat diesen Schornstein bestimmt länger als 10 Jahre nicht genutzt. Ja, braucht er nicht erneuert werden, sondern es reicht, wenn man ihn halt einfach komplett stilllegt. Der Schornsteinfeger kümmert sich da auch nicht mehr drum, weil kein Gerät, nichts mehr angeschlossen ist. Also ja, von daher einfach so weit abtragen, dass er nicht runterrutschen kann, das Loch sozusagen zumachen, damit nichts reinkriecht und dann sollte die Sache erledigt sein. Ja, das war mal mein Video für heute. Ich wollte mich einfach mal wieder melden und dachte, vielleicht wird es irgendwie auch spektakulär, dass man tolle Bilder oben vom Dach kriegt oder so. Aber halt, wie gesagt, zu gefährlich, die Vernunft siegt und das sollte sie immer, bevor man unten liegt. Ja, dann ist nämlich guter Rat teuer. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende weiterhin und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.